Der zweite Teil der Gewerbeanmeldung beschäftigt sich mit den persönlichen Daten des Gewerbeinhabers bzw. der Gewerbeinhaberin. Hierfür müssen Sie einfach die vorgegebenen Felder mit Ihren persönlichen Daten ausfüllen, also wie hier zum Beispiel den Nachnamen. Wir haben hier jetzt schon oder dieses Formular, damit das Video nicht allzu lange dauert, bereits vorbefüllt. Einfach Familienname, Vorname und den akademischen Grad, beziehungsweise wenn Sie einen nachgestellten akademischen Grad haben, wie beispielsweise einen MSc, einen PhD oder einen Bachelor of Arts, dann müssen Sie diesen bitte einfach hier im nachgestellten Bereich eingeben. Sollten Sie auch geheiratet haben und sich dadurch eine Namensänderung ergeben haben, müssen Sie bitte ergänzend eben auch hier noch Ihren Geburtsnamen eingeben. Das ist in meinem Fall jetzt nicht gegeben, da der Name nach wie vor derselbe ist. Aus diesem Grund bleibt hier einfach leer. Weiters müssen Sie dann auch noch das Geburtsdatum angeben und das jeweilige Geburtsland sowie den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit, als auch Ihr Geschlecht und die Sozialversicherung. In weiterer Folge werden Sie auch noch nach Ihrer Wohnadresse gefragt, also nach der Straße, der Hausnummer, also hier, das gehört natürlich gelöscht und hier auch. In diesem Fall im Kirchstraße 26 Anton in 6425 Heiming und im Staat Österreich. Wenn die Wohnadresse gleichzeitig auch der Standort Ihres Gewerbes ist, dann können Sie hier das Häkchen setzen. Das hat dann in weiterer Folge den Vorteil, dass Sie die Adresse dann in Zukunft nicht mehr eingeben müssen. In meinem konkreten Fall ist das der Fall, da ich meine kompletten Büroräumlichkeiten in meinem Eigenheim eingerichtet habe und zu 100% vom Homeoffice aus arbeite. Aus diesem Grund klicke ich hier an, die Wohnadresse ist auch der Standort des Gewerbes. Und Sie müssen dann auch noch Angaben bezüglich Ihres Aufenthaltes angeben. Und zwar werden Sie hier gefragt, ob Sie die letzten 5 Jahre durchgehend in Österreich gewohnt haben, ja oder nein. Um eventuell auch für Rückfragen erreichbar zu sein, müssen Sie hier auch noch mindestens eine Kontaktangabe eingeben, also entweder eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. Ich habe hier in diesem Fall jetzt einfach meine Telefonnummer angegeben sowie meine E-Mail-Adresse. Und am Ende dieses zweiten Teiles finden Sie dann eben auch noch den Bereich des Firmenbuches. Also wir haben ja vorher ausgewählt, dass Sie eine natürliche Person sind, also sprich ein Einzelunternehmer. Und hier stellt sich dann die Frage, sind Sie im Firmenbuch eingetragen oder nicht? Wenn Sie im Firmenbuch eingetragen sind, dann geben Sie bitte hier einfach noch Ihre Firmenbezeichnung an. Gehen wir hier einfach mal businessfragen.com ein und dann müssten Sie eben hier auch noch die jeweilige Firmenbuchnummer eingeben. In meinem Fall ist das leider nicht möglich, da ich nicht im Firmenbuch eingetragen bin und somit könnten wir eigentlich auf weitergehen. Aber ich möchte Ihnen jetzt auch noch ganz kurz zeigen, dass Sie mit diesen vor diesen Formularen keine Angst haben müssen, da Sie sofort darauf hingewiesen werden, wenn Sie irgendwo einen Fehler machen. Wenn wir hier jetzt auf weitergehen, dann kommen wir nicht auf weiter und bekommen hier eine Fehlermeldung. Überprüfen Sie die Eingabe im Firmenbuch eingetragener Einzelunternehmer. Und wenn wir dann runterscrollen und das hier wieder weglöschen, dann müssten wir weiterkommen, weil hier diese Bezeichnung kann nur in Verbindung mit einer Firmenbuchnummer eingegeben werden. Und wenn wir dann weitergehen, dann gelangen wir zum dritten Teilbereich dieses Formulares.